Hallo, herzlich willkommen in unseren Wunderwelten. Wir sind heute zu Gast bei Bernhard und Bianca beim Sonnendom. Ja, grüß dich, servus. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen bei uns beim Sonnendom. Wir sind hier oberhalb von Felden in der Nähe des Seisersees. Da steht der prächtige Sonnendom. Wie seid ihr zu dem Namen gekommen? Als wir hier zu diesem Ort gekommen sind, ist ja die Straße, die Sonnenstraße, und da war uns klar, dass der Dom Sonnendom heißen wird. Warum habt ihr euch für den Dom entschieden? Es war eher die Frage, was für einen Raum stellen wir uns vor das Haus, dass wir zum Meditieren verwenden können, wo wir auch andere mitnehmen. Da bin ich bei einem Workshop gewesen und während dem Workshop ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe gesagt, Bianca, wir werden einen Dom aus Stroh bauen, aus Strohballen. Und den machen wir ein bisschen größer wie geplant, dann kannst du auch die Massagen drinnen machen, wir können dann die Fastenkurse drinnen veranstalten und so weiter und so fort. Was ist das Besondere jetzt an dem Dom? Ja, der Dom, der besteht ja aus der heiligen Geometrie. Und die heilige Geometrie ist einfach so ein heiliger Raum, wo man reingeht. Und der Dom spricht eigentlich für sich, wenn man jetzt in eine Gebärmutter hineinschlüpft und man kommt wieder frisch lebendig raus. Wie unterstützt ihr denn das Bauwerk bei dem, was du drin machst? Ja, ich habe die Massagebank, wenn ich Massage mache und Energiearbeit in der Mitte stehen. Immer wieder wird allen die Energie und all das, was man nicht benötigt und nicht mehr zu einem gehört, einfach abgesaugt. Und wenn man da die Klanginstrumente einmal anspielt, hallt es durch den ganzen Raum. Man fühlt sich, als ob man in einer Klangschale sitzen würde und wieder neu ausgerichtet. Jetzt habt ihr uns richtig Lust gemacht, den Innenraum des Doms zu erkunden. Gehen wir gleich rein, oder? Ja, ich würde sagen, kommt mit, gehen wir rein. Was ist das Besondere am Mittelpunkt des Domes? Naja, die Mitte des Domes ist quasi dieser Spektral, also dieses Kraftzentrum, das sich aufbaut. Wenn man so will, die Lichtkuppel gibt uns quasi auch Licht von oben und so kann man es auch sehen. Wie Bianca hat schon erwähnt, es saugt einen das ab, wo man gerne loswerden möchte, etwas. Ja. Es sind alles Naturmaterialien verbaut. Ist euch das sehr wichtig? Mit dem Lehmboden sind wir super gut geerdet und mit der Mutter Natur verbunden. Und natürlich baut sich dadurch dann, durch dieses gesamte Konzept, dieses Kraftfeld auf. Dadurch können wir entspannen und kommen innen an, in unsere Körper und können wieder ganz entspannt rausgehen. Aber jetzt lauschen wir wirklich den Klängen des Domes. Gong ist ein ganz faszinierendes Instrument. Wir haben unseren Hauptaltar vom Dom. Wir haben immer alle vier Elemente hier vorhanden. Hier haben wir noch die Trommel. Die Trommel begleitet uns bei schamanischen Sessions zum Beispiel. Kassel, darf im Schamanismus nicht fehlen. So, liebe Sabrina, schließ an die Augen, nimm ganz einen tiefen und intensiven Atemzug. Und beim Ausatmen landest du in deiner inneren Welt und lass die äußere Welt einfach ohne dich weiterdrehen. Wie fühlst du dich? Richtig energetisiert. Wollt ihr uns noch was mit auf den Weg geben? Lasst doch ihr eure innere Sonne strahlen über die ganze Mutter Erde. Atem ist Leben, so nimm einen tiefen Atemzug und komm in dir an. Danke herzlich fürs Eintauchen in euren Sonnendom. Bis zum nächsten Mal in unseren Wunderwelten und bleibt der Freude auf der Spur. Vielen Dank!